Guten Morgen. Ich befinde mich gerade im Bus, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Ich hoffe, dass das Licht gut genug ist, weil es hängen jetzt die vier Seitengardinen endlich wieder. Nachdem die uns, im letzten Video hat mir, glaube ich, gezeigt, dass sie dran waren oder so. Auf jeden Fall sind die uns dann nämlich letzte Woche abgefallen, weil die Befestigung nicht so gut war. Und ja, ich wollte euch jetzt erstmal einen neuen Zwischenstand sozusagen geben. Es ist jetzt schon das nächste Wochenende. In zwei Wochen fahren wir in Urlaub. Die halbe Zeit sozusagen ist um. Also es ist jetzt Sonntagmorgen. Wir haben heute noch den ganzen Tag, aber ansonsten... Genau. Und zwar hängt jetzt hier hinten eine blaue Gardine und eine rote. Und hier eine weiße und da eine rosane. Ich habe gerade festgestellt, dass diese Teile hier sehr weit unten geklebt sind. Die sind... Bei dem Fenster hier schließen die so ab, wo das Fenster auch abschließt. Die müssten hier eigentlich, hätten die viel weiter hoch gemusst. Deswegen ist jetzt hier so ein Spalt hier oben. Ich weiß nicht, aus welchem Grund das Philipp gemacht hat. Vielleicht war das auch mit Absicht. Ich werde ihn nachher mal fragen. Genau, ihr seht hier das Bett. Sieht natürlich jetzt super aus. Wir haben das Laken nur eben fix drüber geworfen. Und hier ist jetzt praktisch die Küche. Nicht wundern, die sieht auch sehr spannend aus. Hier ist auch der Akkuschrauber und sowas noch drin. Ich wollte euch nur eben die Küche erklären. Also zum einen ist die hier hinten, das wird noch ein bisschen, entweder kommt hier noch so eine Schiene davor. Wisst ihr, wie ich das meine? Also das hier ist ja eine echte Arbeitsplatte, so eine Küchenarbeitsplatte. Und da wird dann eventuell so eine Schiene, die hinten bei einer normalen Küche in der Wohnung auch ist, so eine Schiene hingemacht. Also damit dann diese Teile hier sozusagen nicht irgendwie gefährlich sind. Aber damit ist die praktisch am Bus verschraubt, weil da waren eh Löcher und da waren solche Löcher hier. Genau. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Fächer. In den beiden Fächern, also bleiben diese Kisten stehen. Das hier wird praktisch die Kiste mit Geschirr und das hier unsere Vorratskiste. Und hier daneben sind dann noch ganz kleine Staufächer. Hier bei dem Staufach, das ist ja hier mit geschützt, da wird nichts rausfallen. Hier müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie Geschirrtücher oder sowas, wo was eher weniger von alleine rausfällt. Oder wenn, wo es halt nicht schlimm wäre, sowas reintun. Genau, und ihr seht, es ist hiermit befestigt. Das ist, sind solche hier Spanngurte. Das ist jetzt nicht schön, aber keine Sorge, es wird noch verkleidet. Bloß, ihr müsst halt immer noch bedenken, wir bauen hier in kürzester Zeit den Bus aus. Und wir wollen den Bus 2 oder 3 Jahre fahren und den auch 2 oder 3 Jahre als Wohnmobil nutzen. Und in der Zeit, sag ich mal, sind wir mit sowas Primitivem, solange es funktioniert, eigentlich zufrieden. Schön gemacht wird der Bus nach dem Urlaub auf jeden Fall noch. Also da wird die Küche gestrichen. Im Prinzip seht ihr jetzt hier und hier und da, das ist ganz anderes Holz. Da wird alles noch weiß gestrichen. Die Kisten bleiben aber wahrscheinlich in ihrer Naturfarbe. Die Arbeitsplatte bleibt natürlich auch so. Die haben wir uns extra ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr die hier, ob ihr das erkennt. Die sieht eigentlich echt schön aus. Das ist so dunkles wie Parkett. Vom Stil her. Genau. Und ja, was wollte ich sagen? Wir werden hier vor die Küche, wenn wir die benutzen, beziehungsweise generell einfach hier vor die Küche, kommt dann hier noch so ein Vorhang. Der ist dann einfach nur, damit man nicht mehr reingucken kann, damit es schön aussieht. Und wir haben uns dann nicht so ganz überlegt, wie wir den festmachen. Wir haben nämlich dann gedacht, zum Beispiel mit einem Kupferrohr, was dann hier oben sozusagen verläuft und da wird der Vorhang dann drauf geschoben. Der Vorhang wird eventuell ganz rot oder ganz weiß. Müssen wir mal noch vermessen. Genau, zum Boden. Wir haben gestern einen Bodenbelag gekauft. Ich kann euch davon auch ein Bild einblenden, von dem Stil, Design, was auch immer. Der wird nach dem Urlaub hier verlegt, wenn der Boden dann gedämmt und begradigt wurde. Und wir... Also das ist so PVC-Belag praktisch. Fragt euch vielleicht, wie wir die Gardinen am Tag praktisch festmachen, weil man kann die zwar rüberschieben, aber die sind halt trotzdem sehr dicker Stoff, weil die ja auch ein bisschen so vor Licht schützen sollen. Und zwar werden wir die aufrollen, also so hier einmal hochrollen. Und dann nähen wir nachher noch solche Befestigungsbänder, die dann hier eins rechts, eins links. Und dann werden die entweder mit Magneten, mit Knöpfen oder mit Klettverschluss festgemacht. Und dann können wir, wenn alles gut läuft, nächstes Wochenende als Generalprobe an die holländische Nordseeküste fahren und den Bus einmal testen. Gucken, haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Werden wir überleben? Wie sieht's aus? Genau, ich weiß nicht, ob ich das Babybett schon gefilmt habe. Ich kann jetzt ein Bild auf jeden Fall vom Babybett einblenden. Das ist gerade hier unten.
ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt seht. Hier drin ist das Babybett. Das ist sehr, sehr klein verpackbar sozusagen. Und das wird halt praktisch nachts aufgestellt und am Tag wieder zusammengeklappt. Das kommt hier vorne in den Bereich, also der Bereich hier ist groß genug, dass da das Babybett steht. Und ja, mehr Neues gibt es eigentlich nicht. Ich habe schon viel zu viel erzählt, aber ich hoffe, ihr habt jetzt wieder so einen kleinen Einblick, wie weit wir sind. Und ich werde jetzt hochgehen und werde anfangen mit Nähen. So, ich weiß nicht, ob Hannah das schon gezeigt hat, aber ich zeige es jetzt auf jeden Fall mal. Wir haben gestern im Hohenbach dieses Ding gekauft. Das ist so ein Gardinenseilaufhängsystem. Und damit wollen wir die Gardine aufhängen, die hier von da nach da quer gespannt wird. Wir hatten schon mal so ein Ding von Ikea, aber das finden wir nicht mehr. Das ist irgendwo im Keller verloren gegangen. Ja, und jedenfalls werden wir jetzt das Ding hier verwenden. Und ich will mir jetzt mal überlegen, wie wir das festmachen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Jedenfalls habe ich jetzt gerade entdeckt, diese Schraube, damit ist dieses Teil festgemacht am Bus, also da hier ist dahinter ein Loch und dieses Teil ist damit festgemacht. Ich habe jetzt überlegt, ob man einfach die Schraube hier rausnimmt und durch diese andere Schraube ersetzt. Aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich würde es jetzt fast mal probieren. Ich will halt eigentlich auch nicht, dass das Ding irgendwie groß absteht oder so, weil dann das Gewinde zu lang ist und deswegen mal schauen, ich weiß es noch nicht. Was ich halt cool finde, so ein Gewindeschneider, wo mir, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, wo man das Gewinde jetzt irgendwie verkleinern kann, um zwei Größen oder was auch immer. Ja, ich probiere mal, ob ich die da reinkriege, da oben. Und wenn, hätten wir auf jeden Fall dieses Teil auf der anderen Seite auch und das wäre mega praktisch, wenn wir das da reinmachen könnten. Müssten wir nämlich in diesen schwarzen Gurthalter kein Loch bohren. Ich weiß eh nicht, ob das so schlau ist, wenn man ein Loch reinmacht. Ja, deshalb probiere ich das jetzt erstmal so. Und im Notfall hänge ich mir den Dachhimmel ab und gucke mal, ob man da noch irgendwie reinkommt. Dann würde ich das nämlich fast von der Decke hängen lassen. Das ginge vielleicht auch noch. Da ist die erste Gardinenbefestigung im Praxisdurchlauf sozusagen. Das sieht jetzt halt so noch alles nicht schön aus hier. Das ist blöd gerollt, weil ich jetzt nur eine fertig gemacht hatte. Ich wollte erst mal gucken, ob das passt, ob das hier reicht und alles. Und ich mache die jetzt mal auf. Ich hoffe, ich kriege das einhändig hin. Genau, die Gardine fällt jetzt runter. Und die Magneten, das ist nämlich mit Magnetsystem, die verbinden sich trotzdem. Und am Tag ist das praktisch einfach nur hier so dran. Und fällt nicht runter und in der Nacht wird es hier reingerollt. Ich glaube, das ist cool und ich glaube, das bleibt hier erstmal so. Wobei, ich überlege, ob ich es mit hochnehme. Ich teste das jetzt gleich mal an dem Stoff hier, weil das ist ein anderer, dickerer Stoff. Und übrigens habe ich herausgefunden, warum Philipp die hier geklebt hat und nicht weiter oben, weil dann hätte praktisch hier so eine Ecke in das Fenster reingeragt, wo dann keine Klebefläche mehr gewesen wäre. Wie gesagt, wir lassen es jetzt erstmal hier mit dem Spalt und testen das, wenn wir dann hier drin erstmal schlafen, ob das denn uns stört mit dem Licht. Auf jeden Fall ist das sehr cool, dass das so funktioniert hat und ich weiß nicht, ob ihr auch gerade diese Streifen hier im Bild gesehen habt. Auf jeden Fall super. Ich gehe jetzt mal hoch und nähe mal noch das andere für diese blaue Gardine hier und dann noch im Laufe des Tages für alle anderen Gardinen, alle anderen Befestigungen. So, jetzt haben wir kurz ein bisschen was zum Mittag gegessen und der Kleine hat gegessen und ein bisschen Zeit ist vergangen und da hat Hannah, während ich den Kleinen gefüttert habe, so Magnetstreifen für die Gardine genäht. Also es sind einfach Stoffbänder und am Ende jeweils ein Neodym-Magnet eingenäht und die können wir jetzt hier drum machen, nachdem wir die Gardinen hochgewickelt haben. In der passenden Farbe, wie gesagt, hinten kommen noch Gardinen ran, da haben wir aktuell noch nichts
noch keine Idee, wie wir die festmachen, ohne dass die dann runterfallen, wenn wir die Heckklappe aufmachen. Aber die Streifen dafür sind schon da, die kleben da. Ich weiß nicht, ob man das sieht, da hinten hat er hoch an dem Holm dran. Also kleben mit Magnet halt. Genau, dann habe ich gerade eben noch die Gardine aufgehängt. Die kriegt nicht so einen Streifen, weil wir die einfach so zur Seite schieben können. Aber das funktioniert auch richtig gut, besser als ich gedacht hätte. Ich dachte gar nicht, dass es so gut hoch, dass es so gut hält. Macht jetzt nicht besonders dunkel, ist halt auch keine besonders dicke Gardine oder so, aber ist einfach auch ein Blickschutz. Weil ich keine Lust habe, dass man mir nachts beim Schlafen zuguckt. Also funktioniert sehr gut. Dann hat man hier hinten sein kleines Abteil, das ist echt cool. Und das auch auf so hoch, so kleinem Raum, ohne großes Wohnmobil oder irgendwas. Finde ich sehr cool. Okay, es ist immer noch Sonntag. 19 Uhr, es läutet gerade. Ich habe mich auch mal zurecht gemacht. Wir haben heute tatsächlich viel geschafft. Viel, sag ich mal, Kleinigkeiten. Die Küche ist fertig, so gut wie. Und ich wollte euch einfach jetzt eben mal die Küche zeigen. Genau, also, die Küche sieht jetzt so aus. Ich habe gesagt, so gut wie fertig, weil wir hinten eben noch nichts haben. Es ist Sonntag, wir können jetzt gerade nicht so ein Ding kaufen, was man da so bei einer normalen Küche hinmacht. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Hier haben wir uns, also hier steht ja jetzt das faltbare Spülbecken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das passt auch hier so hin. Ne? Also das heißt, ich meine jetzt so praktisch, dass hier daneben immer noch Arbeitsfläche wäre. Wir wollen natürlich gerne draußen abwaschen, deswegen haben wir hier kein Waschbecken fest verbaut. Und deswegen haben wir uns halt ein mobiles Waschbecken geholt und ein ja, sehr platzsparendes und alles. Aber falls es mal sonst wie regnet oder gewittert, was weiß ich, waschen wir hier ab. So, dann haben wir jetzt hier eine Gardine, einfach nur aus optischen Gründen. Und ich finde das so schön, ein Kupferrohr als Gardinenstange. Ihr seht jetzt hier die Befestigung für die Fahrt, damit hier nichts rauskommt. Das sind einfach nur ganz normale so Spanngurte. Ich mache die jetzt hier mal ab, um euch, warte einen Moment, um euch zu zeigen, was wir jetzt alles hier so in der Küche haben. Hier, das sind diese hier Ordnungshelfer und da haben wir vorhin diese Teile hier rangenäht, einfach damit die besser hier rausgehen. Das hier ist praktisch der, ja, sag ich mal, Haushaltskasten. Immer einmal Gefrierbeutel, natürlich nicht zum Gefrieren, sondern zum irgendwas halt reintun. Spülmittel für den Kleinen, normale Spülmittel für uns, eine IKEA-Spülbürste, Müllbeutel, das sind verrottende Müllbeutel. Dann haben wir zwei Aufwaschlappen, ein kleines Händehandtuch und hier unten zwei Geschirrtücher und hier hinten solche Tütenverschließteile. Kann man immer gebrauchen. So. Hier ist nichts drin aktuell. Da kommt ein Zeug von dem Kleinen rein. Also ja, seine Schnabeltasse oder sowas. Hier ist unser Geschirrfach. Wir haben hier das Besteck. Das ist auch nochmal so ein IKEA-Teil. Wir haben hier ein Brett, ein Topfdeckel. Ja, mit zwei Töpfe. Uns fehlt noch eine Pfanne. Hier ist noch ein Topfdeckel, ne? Eine Pfanne, wollen wir uns einfach noch eine normale kleine Küchenpfanne kaufen, die auch schön beschichtet ist und so. Holen wir nächste Woche noch. Dann haben wir hier faltbare Tassen, also vom selben Prinzip wie das hier, ne? Dann haben wir hier drin zwei IKEA-Schüsseln für den Kleinen. Hier unten zwei tiefe Teller und vier flache Teller. Genau, und hier ist halt so normales Besteck, dann Babylöffel, dann hier ein Schäler, dann so für so Töpfe, Pfannen, was auch immer, zwei scharfe Messer und eine Grillzange. Und hier unten sind jetzt erstmal die groben Vorräte. Ich habe jetzt einmal Reis und Nudeln, dann haben wir hier dreimal Frühstück für den Kleinen. Frühstück kriegt er aktuell hier noch so ein Müsli mit Joghurt, das muss aber nicht kühl stehen. Genau, dann haben wir hier Dosen, Mais, Erbsen, gehackte Tomaten, eine fertige Suppe, aber was Gutes. Einmal Chili con Carne Würzmischung und einmal Kräutersoßen ja, Mischung. Und hier haben wir einmal Öl. So, soweit erstmal die Küche. Ich finde die sehr cool, ich finde sie sehr, sehr, sehr praktisch.
Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einhändig hier wieder zugemacht kriege. Moment, ich spanne das jetzt einfach mal hier vor der Gardine. Ja, und ich glaube, wenn man wirklich jetzt nicht irgendwie auf, es muss besonders schön und stilvoll sein, sondern es muss schnell gehen und praktisch sein, geht, dann ist das, glaube ich, die super Lösung. Und wir haben ja schon tausendmal erwähnt, dass wir das hier und das hier, also alles außer die Arbeitsplatte hier, auch noch weiß streichen werden. Gut. Jetzt zeige ich euch eben noch unsere neue Mittelgardine hier. Die hat bestimmt Philipp euch auch schon gezeigt. Die ist hier an einem Stahlseil, was wir hier bei der Verkleidung reingemacht haben. Das sieht jetzt noch ein bisschen provisorisch aus, aber es funktioniert halt erstmal gut hier mit dem Festmachen. Die kann man hier dann einmal hier ziehen und dann kann man nicht mehr hier reingucken. Dann habe ich ja vorher noch diese Dinger hier genäht. Ich hätte die andersrum reingemacht, muss ich ehrlich sagen. Wisst ihr, wie ich meine, mit dem Teil nach unten? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier einhändig drehen kann. Moment. Genau so hätte ich die festgemacht, ist jetzt aber egal. Das sind die Gardinenstrapsen, so haben wir sie genannt. Philipp hat sie so genannt, ich war das nicht. Wo man die Gardinen aufrollt und dann macht man die hier fest. Das hier sind die Gardinen für hinten. Das hier sind die umfunktionierten Gardinenhalter für hinten. Und wenn ich jetzt hochgehe und mich um den Kleinen kümmere, wird Philipp die Gardinenbefestigung für hinten festkleben. Und dann in 2 Tagen, wenn der Kleber definitiv ausgehärtet ist, hängen wir da hinten die Gardinen noch an. Ja. Und soweit erstmal, wir haben jetzt schon angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Also hier unten, ihr seht, das ist ein Stuhl. Der Rest ist alles noch so Baumaterial. Hier sind noch solche Teile und alles. Aber es wird, und wir haben heute wirklich, wirklich viel geschafft. Die Küche war echt ein großes Anliegen. Ich habe alles schön zeigen können. Die Kameraperspektive hat gestimmt. Und ich gehe jetzt mal hoch